So, Freunde, Fans, Zuschauer, Begeisterte, was auch immer. Willkommen bei der zweiten Folge von heute. Ich traue dem Raum hier nicht. Warum? Weil der Raum so groß ist. Warum? Das müsste die Spieleentwickler fragen. Wahrscheinlich, weil hier irgendwas passieren soll. Ja, da steht mal einfach einer so da rum. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Hä? Wie wär's mit Scheibe einschlagen? Wir sollen jetzt hier den dunklen Weg gehen. Ist klar. Was ist hier los? Die Sicht ist etwas schlecht. Oh, eine Batterie. Unser Batterievorrat, oh, da brennt. Oder so. Vielleicht ist da ein Räucherofen oder sowas. Unser Batterievorrat ist ziemlich hoch, das finde ich gut. Oh. Hier brennt es, ist kein Räucherofen. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out of the kitchen. Aha, sind wir fast frei, oder wie? Lass es brennen. Ich bin nicht das einzige Opfer hier. Bei weitem nicht. Ich habe einen Mann gesehen, der verbrannt ist und den schmerzhaften Tod gewählt hat, um nicht an diesem Ort bleiben zu müssen. Aber noch brennt er ja nicht. Er lebt doch noch. Ah, hier geht's nicht lang. Hier kommen wir auch nicht durch. Ah, hier. Ich denke, es ist nicht verkehrt, hier alles niederzubrennen. Das hat sowieso keinen Sinn mehr. Okay, wir müssen, glaube ich, hier lang. Was zu holen? Nee. Ich frag mich, wie die Personen da reinkommen. Hm. Tisch, 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 Tisch. Tja. Wohl hüpfend über die Theke. Oh, Dokumente. Die werden wir mal gleich lesen. Merkblatt zur psychologischen akuten Belastungsreaktion. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine Psycholog... Was? Psycho...
Was psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Mhm. War das sein Dokument? Okay, der Weg ist wohl nicht ganz richtig. Ah, hier geht's weiter. Viel Schatten, ne? Hier können wir uns dann verstecken. Für was ist das hier jetzt? Es ist kein Wasser im System. Öffne zuerst die Ventile, okay. Ab in den Schrank. Hoffentlich öffnet er nicht diese Tür. Das kennen wir ja zu gut. Ah, ist das unser Specki, oder? Ach, den kennen wir doch. Jetzt ist natürlich die Frage, wo geht der hin? Kommt der hierher? Geht der gerade weg? Er schlägt gerade irgendeine Tür ein. Also er ist auf jeden Fall ziemlich aggressiv momentan eingestimmt. Aber immerhin ist es nicht unsere Tür. Von da kann er ja nicht kommen, oder? Nö. Wollen wir uns vortrauen? Wir laufen mal vor. Scheiße. Oh, leck mich. Komm nicht hier lang. Sehr ganz brav. Und wenn doch, lauf einfach vorbei. Geh einfach vorbei. Bitte. Wo ist er lang? Mann! Ich glaube, die in der Tür, das war er, oder? Mein Gott, mein Herz, ey! Habe ich euch schon erzählt, bei solchen Spielen bin ich voll der Schießer. Oh, ich habe schon ganz schwitzige Finger. Muss mal kurz hier abwischen. Da läuft er. Oh, jetzt wissen wir wenigstens, wo er ist. Wie wird er gehen? Aha. Aha, okay.
Da war ja nichts, ne? Da würde ich sagen, müssen wir warten, bis der hier wieder zurückkommt. Der ist wahrscheinlich in dem Raum, hm? In den da. Was steht denn da? Laundry Room oder so. Stecken wir uns jetzt mal hier einfach in diesem hässlichen Schrank. Ha, danke. Ganz ruhig. Der wird jetzt nur ganz kurz hier reinkommen und dann wieder gehen. Und wir können unseren Weg weitergehen. Ich weiß zwar nicht, wo lang, aber ich vermute mal, wir müssen hier irgendwie rechts gehen. Ja, wann kommt er denn? Das ist wieder mal so ein typischer Fall, wenn man rausgeht. Kommt er? Ist er jetzt runter? Eins. Zwei. Drei. Ja gut, dann gehen wir jetzt raus. Moment. Wir gehen jetzt raus. Ah, da ist so ein Ventil. Schnell verstecken. Kurz Luft holen. Können wir ihn hören? Nö. Knall mal die Tür zu. Drück den Hebel. Und versteck dich in diesem Schrank. Der wird bestimmt kommen. Ich bin mir ziemlich sicher. Sag ich doch. War doch klar. So. Ich höre ihn schon. Ich gehe nicht raus. Ich bleib in meinem schönen Kasten. Vielleicht kommt er auch nicht. Vielleicht interessiert das das gar nicht. Vielleicht steht er ja auch mehr auf Frauen. Mann, ich hasse den. Wenn man das wenigstens berechnen könnte. Ich gehe jetzt raus. Ich zähle wieder runter. 3. 2. 1. Und ich komme jetzt raus. Moment. Jetzt. Ich kann ihn nicht hören. Wo ist das fette Schwein? Ah, ich höre ihn schnaufen. Oh Gott. Aua! Oh!
Oh, warum ist der so schnell? Renn rein! Versteck dich! Bitte weiß er nicht, dass wir hier reingegangen sind. Weil wenn doch, so doof kann er ja nicht sein. Dann wird er diesen Spind öffnen. Oh Mann. Nein. Nein, nein, nein. Atme leiser. Ich höre ihn links, dann kann er nicht rechts sein. Wir warten noch einen Augenblick. Ich glaube hier, das ist doch der Raum, wo wir jetzt den Dings drücken können. Den Schalter für die Beregnungsanlage. Was? Zwei Ventile. Oh, nö. Wo ist denn noch ein Ventil? Von hier sind wir gekommen, oder? Ah ja, genau. Da muss irgendwo da drüben bei dem Spinner noch ein Ventil. Sein. Hallo. Kuckuck. Kuckuck! Kann er uns sehen? Können wir ihn mal genauer betrachten? Mhm. Ich schätze, er wiegt so 150, 200 Kilo. Ist so 2 Meter groß. Aber wo ist der andere Ventil? Wo bleibt Specky? Oh, wie ich's hasse. Ah, da. Wenn ich nicht weiß, wo er sich bewegt. Der zwischen dem Raum und dem Raum pendelt, wird er wahrscheinlich der andere Ventil irgendwo hier hinten sein, hä? Oder auch nicht. Ich glaube, wir müssen uns verstecken.
Fuck! Fuck! Er hat uns! Nee, er hat uns noch nicht. Wir haben noch eine Chance. Renn! Renn! Ich kann nicht mehr. Renn! Zu langsam. Wo ist er? Da. Ich kann ihn nur schwer erkennen. Mein Gott. Ich gehe mal ein paar Meter zurück. Ich habe irgendwie Respekt. Ich glaube, er ist wieder gegangen. Oh. Danach muss ich, glaube ich, duschen vor Angstschweiß. Mann, wo ist das zweite Ventil? Komm mal da durch? Ich glaube, wir können da durch. Der wäscht einer den anderen. Did you bring your ducky? Ja, hab ich mitgebracht. Wenn du mich in Ruhe lässt, kannst du ihn haben. Schön. Den haben wir dann also auch geschafft. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Wo war jetzt der... Ah ja, ich weiß es schon. Und dann wollen wir mal. War wohl nix, Dicker. Ich hab dich gerochen. Aber da hinten ist ein Bart. Der wäscht dich. Das finde ich natürlich saugeil, dass die von den Wegen her immer äußerst flexibel sind. Könnten jetzt natürlich einfach rennen.
Aber ich trau mich nicht. Kann den mal einer töten? Ich hab Angst. Gott sei Dank. Ich hasse dich. Ich glaube, wir werden ihn nochmal begegnen. Oh, das nenne ich mal eine leckere... Gott! Mann, das geht auch anders. So anschreien. Mahlzeit. Na gut. Sind wir frei? Wir lesen jetzt erstmal hier das schöne Dokument. Programmauszug Cultura. Oder irgendwie so. Mkultra. Ah, Mktultra. Betreff Sonderprojekt Bluebird. Erstens, allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mithilfe von Forschung, Analysen, Bestimmungen und Anwendungen herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI- und H-Techniken, Schlafinduktion und Hypnose für Kriegsprobleme und speziell Probleme der Agency haben. Mhm. Drittens, können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Siebtens, können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Achtens, können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? 17. Wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Jo, keine Ahnung. Ausgang. Exit. Wir sind frei. Wir können heim. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir nicht so einfach gehen dürfen? Und dass das noch nicht das Ende war?
Weshalb wir genau hier jetzt einen Break machen. Ich weiß es nicht, ob die nächste Folge nur 5 Minuten lang wird oder es noch 20 Folgen geben wird. Das weiß ich nicht. Aber wir werden es herausfinden in der nächsten Folge. Nächste Woche. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis bald. Ciao, ciao.